starten wir mal mit einem Glückwunsch, und zwar an den DAX, denn der Index, der steht gerade bei 14.448 und war auch schon ein klein bisschen höher. Also ihr seht, ein Wahnsinn, ein neues Hoch und das sogar mit Schmackes jetzt nach oben überstiegen. Also gute Nachrichten von der Front, und tatsächlich sind es nicht nur die Standardwerte Indizes. Wir wissen, dass der Dow Jones ja sowieso schon hier auf dem Weg nach oben ist. Also sehr zügig, selbst das sieht eigentlich sehr toll aus, weil die Aufwärtsbewegungen, die starken Bewegungen sind, die Abwärtsbewegungen im Moment noch nicht das Ganze. Und jetzt kommen sogar nochmal die schwächsten, nämlich die Tech-Titel mit hinzu. Wir sehen, dass wir jetzt aktuell auf dem Weg da nach oben sind und das von ausgehend von dieser Unterstützung, über die wir ja schon gesprochen hatten, die den Markt aufhalten kann. Nicht zwangsweise muss nach unten, aber eben kann. Und deshalb ganz gute Chancen. Tatsächlich ist das, was wir hier jetzt sehen, ich mache es mal hier im Stundenchart, scharfe Bewegung nach oben, eine ABC nach unten und dann jetzt die Fortsetzung, wäre durchaus typisch. Ob es so weit kommt, das wissen wir natürlich auch nicht. Aber ich gucke dann ganz gerne immer, wenn ich diesen Titel nicht handeln kann, wenn ich sage, ach, den Nasdaq als Index, ich mag ihn ja, aber wenn ihr mir kein gutes Einstiegssignal bietet, und das ist halt eins, was sehr, sehr weit oben erstmal ist, dann ist immer zu gucken, was haben wir auf den kleineren Ebenen, zum Beispiel bei einer Apple-Aktie. Und dann sehen wir hier im Stundenchart nur oben gucken, oh, ich mache es vielleicht sogar mal groß, dann könnt ihr es besser erkennen. Ich habe den Hinweis bekommen, oh, man kann die Charts immer so schlecht erkennen. Ruhig immer kritisieren, wenn ich daran denke, dann will ich da gerne mich nach euch richten. Aber dann seht ihr hier im Stundenchart, also wir sind jetzt hier Intraday unterwegs, klarer Schub nach oben bei Apple beispielsweise. Gucken wir uns Google an, also Alphabet quasi. Dann sehen wir auch jetzt hier eine scharfe Aufwärtsbewegung. Amazon, ebenfalls scharfe Aufwärtsbewegung. Ich gehe doch noch mal einmal hier auch in die kleinen rein. Dann sieht man auch hier, dass dieses Muster von der starken Bewegung dieser ABC oder eben wackelig da in die Gegenrichtung mit Überschneidung, dass das hier passend ist. Also wir haben bei Amazon heute Nachmittag auch noch mehr Potenzial, dass der Kurs sich noch fortsetzt. Also beispielsweise, jetzt bin ich schon wieder im kleinen Chart, ich mache das nochmal gleich größer, aber damit ihr das im Vergleich sehen könnt, deshalb mag ich das gerne so im Vierfachchart. Also, dass wir sogar noch mehr Platz haben, 3100, was sind das, 35 in etwa, wäre eine 1:1 Projektion. Und nach der vorangegangenen Abwärtsbewegung ja noch nicht mal wirklich was wirklich atemberaubend Großes. Also, wir sehen, wir haben in vielen, vielen Titeln, in eBay kann man sicherlich auch mit dazu zählen, jetzt gerade diesen Aufschwung, und das kann den Markt, also auch den Tech-Markt, jetzt noch ein gutes Stückchen weiter tragen. Er hätte es durchaus verdient, denn diese Abwärtsbewegung, die wir jetzt hier hatten, also egal bei welchem Einzeltitel wir uns das jetzt angucken, die hätte ja noch Platz ein bisschen nach oben. Aber es muss noch nicht unbedingt heißen, dass wir das alte Hoch hier oben rausnehmen. Es ist denkbar, aber selbst das muss es nicht bedeuten, aber eine Gegenbewegung, eine Korrektur, die hat sich der Markt durchaus verdient. Also wir sehen, da ist eine breite Unterstützung von vielen verschiedenen Titeln aktuell eben da. Das heißt, eine echte Chance, dass der Markt jetzt ein bisschen auf der Umkehr ist. Und wir hatten ein paar Mal drüber gesprochen, deshalb gucken wir unbedingt nochmal drauf, was machen die Renten hier im Tageschart, oder ich habe es im Wochenchart jetzt hier eingezeichnet, da sehen wir die Unterstützung. Der Markt scheint dort aktuell, ich sage das bewusst so vorsichtig, zumindest sich mal aufzuhalten. Das heißt, wenn die Rentenkurse nicht mehr weiter fallen, werden die Zinsen nicht mehr oder die Zinserträge auf diese Papiere, die Renditen nicht weiter steigen, und zumindest vorläufig. Und das gibt dem Markt diese gewisse Unterstützung, die wir jetzt aktuell haben. Wie lange die anhält, das weiß niemand so ganz genau. Aber es ist zumindest mal eine Chance, jetzt günstig reinzukommen, gegebenenfalls in die entsprechenden Titel, um dann zu sagen, okay, mal gucken, wie weit die Bewegung trägt. Aber es ist alles auf tönernen Füßen. Rechnet vorsichtshalber damit, dass der Kurs dreht. Also arbeitet nicht ohne Stops, nicht all in jetzt und sagen, es kann nur steigen. Das habe ich doch jetzt gelernt in den letzten Monaten, dass der Kurs ja eigentlich nur nach oben gehen kann. Ja, der Eindruck, der kann leicht entstehen, aber ob diese Bewegung an dieser Marke jetzt wirklich dauerhaft abgefangen wurde oder ob das nicht dann einfach nur eine Zwischenbewegung ist, die nachher dann doch weiter runtergeht, das wird jetzt hier entschieden, wie dieses Format eben tatsächlich ist, ob es eben ein korrektives ist. Ihr seht, die Verhaltensweise, die haben wir hier ja auch gehabt, die starke Bewegungsrichtung, die schwache Bewegungsrichtung und dann entsprechend die Fortsetzung. Das ist der Klassiker, den gibt es natürlich immer wieder an der Börse. So, also löschen wir das hier raus. Ihr habt einen ungefähren Eindruck, wohin die Reise gehen kann. Vorläufig, für heute zumindest mal, sieht alles erst nochmal nach steigend aus. Es gibt im Moment die besseren Anzeichen auf der Long-Seite, die stärkeren, solange die Abwärtsbewegung, egal was im Titel ihr euch jetzt anguckt, die Abwärtsbewegungen wackelig korrektiv sind, zum Beispiel hier im
Nasdaq nachher im Laufe des Nachmittags, kann man davon ausgehen, dass die Chancen für eine Fortsetzung erst nochmal relativ groß sind. Platz wäre da, der Drive in den Einzeltiteln auch. Gucken wir mal, wie weit die Reise da tatsächlich geht. In diesem Sinne, wenn ihr das alleine angucken wollt, habt viel Spaß und Erfolg an den Märkten. Wenn ihr wollt, meldet euch an für den Chat des Tages. Heute haben wir dort einen Währungstitel uns ausgesucht, die Dollarstärke. Ist die vielleicht schon vorbei? Es sieht so aus, denn mindestens mal im östlichen Vergleich macht es dort einen ganz guten Eindruck und lässt Schwung erwarten. Und meldet euch an für Bonfire Trading. Da gibt es immer wieder auch zusätzliche Hinweise aufs Smartphone, sodass ihr dann vielleicht den ein oder anderen Zusatzpush nochmal mitkriegen könnt. So, in diesem Sinne, euch alles Gute, ganz liebe Grüße, bis bald.